Wir freuen uns auf eine packende Story, und zwar auf eine möbelpackende. Denn Umzugsunternehmer Okan ist der Meinung, dass es sein Mitarbeiter Kevin mal so richtig verdient hat. So sieht er mit Maske aus. Kevin hat die Möbel der Besitzerin von Schloss Hertefeld an Bord und der Gärtner des Anwesens sagt ihm genau, was er zu tun hat. Der Vormieter hat einige ziemlich wertvolle Kunstgegenstände hier stehen lassen. Ja. Und die sind mit Alarmanlage gesichert. Ja. Sie müssen also, wenn Sie hier durchgehen, genau hier auf dem Weg bleiben. Denn wenn Sie runtergehen, lösen Sie eine Alarmanlage aus. Ja. Kevin hat heute einen neuen Kollegen dabei, meinen Lockvogel Michael. Kevin? Ja? Könntest du mir mal kurz helfen? Geht das? Ja. Ich habe bei der Gartenarbeit, ich habe so eine Daumenschiene. Weißt du, dass wir das da rummachen? Das tut doch ziemlich weh. Nimm dir einfach Sachen. Du, hast du vielleicht was Leichtes für mich? Ja, ich meine wegen des Daumens. Hast du irgendwas, was nicht so schwer ist, vielleicht mal zum Üben auch? Ja, ja, hier. Ich meine, sie sind ja Profis, sie schaffen das. Ja. Ja, aber einer der Profis hat einen Laiendaumen. Aber ich merke meinen Daumen jetzt schon, du. Und dann kommt noch dazu, dass er nicht so schnell kann. Ich kann nicht so schnell. Nicht an die Tapete. Er kann nicht schnell. Bist du dir dahin schnell? Ja. Ich fühle ihn extra nach vorne. Er kann nicht schwer, aber nervig kann er ganz hervorragend. Kannst du die echt nicht weiter runter machen, Kevin? Micha, was willst du denn machen? Wie, das soll ich den Boden aufstemmen? Nein, aber da stolpert man doch drüber. Du hast doch Augen im Kopf, oder nicht? Naja, aber wenn man was trägt. Weil ich glaube, ich habe mich eben auch so ein kleines bisschen verhoben. Am Karton, oder was? Ja. Hör auf jetzt, so. Doch echt. Beim Bücken hier vorne. Mach mich nicht schwach, ey. Was soll ich nehmen? Dann lass, dann mach ich erst mal. Nö, ich will ja nicht Pause machen. Will ja mitmachen. Gut, und wir wollen mitlachen. Den soll ich nehmen? Ja, der ist genau Michaels Gewichtsklasse. Der Karton ist so leicht, der schwimmt sogar in Milch. Wirst du nach Zeit bezahlt? Du hast doch gesagt, wir machen langsam. Ja, ich mach doch langsam. Das ist doch nicht langsam. Was soll ich nehmen? Nix. Wie nix? Ja, es gibt's gerade nichts alleine. Aber Michael ist Möbelpacker. So einer will Kartons tragen. Zur Not auch zusammengefaltete. Michael, so kann ich dich nicht gebrauchen, ey. Die Aufteilung ist klar. Kevin trägt die schweren Sachen und Michael eine schicke schwarze Strickmütze. Ist der schwer? Michael, hör auf, Alter. Michael, hör auf, dann setz dich im Wagen, Alter. Nee, mein Daumen, der macht langsam nicht mehr mit. Hey, warum kommst du denn hier hin? Ja, Mensch, weil ich Probe arbeiten will. Ja, warum kommst du denn hier zum Arbeiten? Aber hast du noch was Leichteres? Wenn du nicht mal einen Karton tragen kannst. Ja, der ist leichteren. Der ist doch schon leicht. Na ja. Dann setz dich in ein Auto, dann mach ich das alleine. Nein, ich will ja dir helfen. Ich bin ja ganz schlecht, ehrlich. Was denn? Das ist scheiße. Und dann auch wieder vorm Kunden. Was denn? Du kannst doch nicht so einen Karton, das ist doch nichts. Naja, wenn du einen kaputten Finger hast, hatte ich dir ja gesagt. Dass der. Ja, da kommt jetzt gleich Sofa und alles. Was wollen wir dann machen? Der was? Da kommt Sofa und alles. Oh. Das ist doch scheiße. Können Sie denn noch oder brauchen Sie eine Pause? Ich bin doch gerade erst angefangen. Also eine Pause wäre doch in Ordnung, oder? Micha, wir haben ein paar Kartons ausgeladen. Wir sind die Treppe 2-3 Mal hochgelaufen. Ja, eben. Aber dieses Trepp auf und Trepp ab macht mich fertig. Guck mal, bleib einfach oben stehen. Ich bringe dir die Sachen oben hin. Nee, das bringt ja nichts. Ja, klar. Nein. Da sind ja auch Sachen, die man zu zweit tragen muss, oder nicht? Ja, ich mache jetzt erstmal alle Kartons. Eigentlich ist Kevin keine Petze, aber für Michael macht er eine Ausnahme. Boah, das ist hier eine Vollkatastrophe hier. Kevin? Kevin? Das ist irgendwie eine blöde Lösung, finde ich. Warum ist das blöd? Ja, weil ich die weiten Wege habe jetzt. Willst du die Kartons hochbringen? Na, also ich habe ja dann von hier dahin ist weiter als von da nach da. Michael, lass stehen, geh ins Auto oder so. Und keine Ahnung, ich hole einen anderen. Ich kann so nicht arbeiten mit dir. Wieso nicht? Wie kann ich denn nur so einen Arbeiter kriegen auf den Samstag, Alter? Klare Sache, das muss der Chef regeln. Kevin ruft an. Jo. Digga, funzt hier nicht. Er kann nichts. Was kann er nicht? Er nimmt einen Karton, Bruder, da ist ein Kissen drin. Das machst du mit einem kleinen Finger. Er sagt, ist zu schwer. Er hat sich verhoben.
Digga, da wollte ich Ihnen schon direkt eine Faust geben, Digga. Kevin, sag ihm, dass er tragen muss und er darf nicht beim Kunden, vor dem Kunden reden. Ja, sage ich ihm die ganze Zeit. Aber ich glaube, er versteht das nicht. Ich bin schon richtig aggressiv. Kevin? So, Kopf hoch weitermachen und wenn was ist, ruf mich an. Mach ich. Ciao. Ciao. Okay, was soll ich machen? Erstmal gerade nichts. Kann ich am besten. Weiß ich. Trotzdem, bei den großen Teilen muss auch ein Nix-Könner ran. Brauchst du eine Pause? Ja, das war gut. Das ist schlecht, Micha. Was denn? Das ist eine schlechte Leistung von dir. Du kannst nicht mal einen Karton lachen. Was denn? Geh weg von dem. Oh, oh Mann. Oh. Du sollst doch. Mann, pass doch auf. Das habe ich jetzt. Weil du hast das Ding nach da gezogen. Ja, lass einfach los und. Ja, aber du hast es ja nach da gezogen. Lass mich halt gezogen. Irgendwie habe ich das. Das hat Kevin, ist Kevin aus Versehen passiert. Ich meine, wenn du ein bisschen besser aufpasst und da nicht dran ziehst. Micha, soll ich hier irgendwo übernachten? Nein, aber du hast ja gezwungen und dann bin ich ja rübergekommen. Also er ist sonst Profi, echt. Also das hat er nicht mit Absicht gemacht. Ich zweifle langsam dran. Nein. Lass es. Gut, dass Michael dabei ist, sonst müsste Kevin alles alleine tragen. Jetzt ist gut. Ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden. Bitte Vorsicht, das ist eine kostbare Antiquität. Oh, warte. Weiter. Ich glaube, ich kriege einen Krampf. Warte. Oh, das tut mir echt leid. Geh ins Auto, geh. Das tut mir echt geh leid. Geh weg, geh ins Auto. Kevin, es tut mir leid. Geh ins Auto. Der ist mir doch nur aus der Hand gerutscht. Geh ins Auto. Aber es wäre, geh. Ich traf mit weiter jetzt. Nein, du gehst jetzt. Warum denn? Geh weg hier. Kevin allein im Rauch. Wie kann man eine Firma so blamieren? Bitte? Kevin, wenn ich dich nerve, musst du das nur sagen, echt. Ja, wie oft sage ich dir das? Dass ich nerve, hast du noch nicht gesagt. Egal wie genervt Kevin ist, der Job muss erledigt werden. Zum Glück ist er nicht allein, denn Michael steht ihm ja zur Seite. Zwar nicht mit Tat, aber immerhin mit Rat. Vorsicht auf der Treppe, Kevin. Da bin ich vorne auch ausgerutscht, leicht. Ich kann doch mit so einem Typen nicht arbeiten. Das geht doch nicht. Also ich krieg's nicht hin. Setz dich ins Auto bitte. Ich bin sicher doch kein Karnevalsverein. Hiermit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Ja, will ich ja auch. Ich würde ja helfen, so ist ja nicht. Kevin schleppt, Michael schlendert und löst dabei wieder mal die Alarmanlage aus. Ich war es nicht. Ich bin hier gelaufen. Geh raus, geh. Geh raus. Kannst du dir vielleicht beim Chef trotzdem ein gutes Wort für mich einlegen? Nee. Eins muss man Michael lassen, er weiß genau, wie man Kevin auf 180 bringt. Was passiert denn, wenn ich hier drauf drücke, Kevin? So? Bitte, sei ruhig, bitte. Was passiert denn, wenn ich hier drauf drücke? Halt deine Schnauze jetzt. Es ist doch nicht, es ist... Kann man den nicht des Grundstücks verweisen hier? Es tut mir so leid für das Verhalten, ne? Ich schäme mich so tief. Man kann es seine Kollegen nicht ausdrücken. Oder wir machen es jetzt doch zu zweit, Kevin. War das der Letzte? Was ist der Letzte? Halleluja. Für Halleluja ist es noch zu früh, denn diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Die Erleichterung ist groß, aber kurz, denn hier kommt die Auftraggeberin. Die Frau Gräfin. Oh, pünktlich, wa? Kevin ist stolz und will ihr zeigen, was er alles geschafft hat. Du bleibst hier. Kann ich nicht mitkommen? Nein. Warum darf er jetzt nicht mit? Erzähle ich ihm jetzt. Ach komm, im Grunde genommen sind das ja Kindersachen. Kindersachen kommen hier hin? Kindersachen? Ja. Ich habe keine Kindersachen. Hier steht irgendwie Kinderzimmer auf Kartons. Okay. Aber mal ganz kurz. Ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das meine Möbel sind. Hier steht Puppen, Zelt, Kinder, Puppen. Nee, ist alles von meinem Ex-Mann. Ja, super. Ups, da hat er das mit der Gütertrennung wohl falsch verstanden. Können wir los? Gibt's Probleme? Du? Kevin? Anruf beim Chef. Jo. Jo, das sind die falschen Möbel. Ernsthaft jetzt? Mhm. Aber welches Auto hast du denn genommen? Wo LF, Levin Fabi. Da steht aber doch LE. Tatsache, ich hab LE.
Er hat nicht nur LE, er hat auch ein Problem. Die Kennzeichen haben wir ausgetauscht, heimlich. Als Kevin so schwer geschleppt hat. Und jetzt muss er den Fehler, den er gar nicht begangen hat, auch noch ausbaden. Was hast du denn? Hast du F und E verwechselt oder was? Ja, ich glaube schon. Ich habe nur Lemons Dings gesehen, fertig. Wir laden ein und dann... Hast du jetzt das falsche Fahrzeug mitgenommen, Kevin? Kevin, bitte nie wieder. Ja. Bis gleich, ciao. Ciao. Es hilft nichts. Alles wieder auf Null. Oh, wir laden ein. Soll ich jetzt wieder mitmachen? Ja, musst du ja. Ich finde das gut, dass wir jetzt doch wieder als Team arbeiten, weißt du? Team? Für ein Team braucht es eigentlich mindestens zwei. Oh, lieber Gott, schenk mir Kraft. Und Gott erhört ihn. Michael packt diesmal mit an und trägt zwei leere Kartons gleichzeitig. Weltrekord. Immer den Weg frei machen für die, die arbeiten. Wir geben richtig Gas jetzt. Ja. Das läuft. Super. Dann bis in einer Stunde. Ja. Also ich gebe Gas. Und motiviert seinen Kollegen mit Feingefühl. Kevin, wenn du eine Pause brauchst, mach eine. Ich hau dir gleich eine in die Schnauze. Was? Ich hab das nicht verstanden. So. Aber Michael gibt wirklich Gas. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Schon wieder tritt er den Alarm los. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich will nicht mehr. Ich will auf. Micha, warum? Ich weiß nicht. Warum? Kevin, ich weiß nicht. Kannst du nicht da langlaufen einfach? Hab ich. Nochmal ein Anruf beim Chef. Hakan, grüß dich. Grüß dich, moin. Wie sieht's aus bei euch? Ja, ich bin dabei. Bist du fertig oder was? Oh, wir müssen gleich tauschen, bitte. Tauschen? Ja, ich kann nicht mit ihm. Das geht nicht. Ich hau ihn kaputt gleich. Ich mach alles alleine. Ich hab den jetzt ins Auto gesetzt. Soll ich nicht irgendwas Leichtes nehmen? Ich habe mit dem Chef gesprochen. Setz dich ins Auto. Was sagt der Chef denn? Du sollst dich ins Auto setzen. Hat er gesagt? Ist doch scheißegal, wer das gesagt hat. Während Michael seinen Kollegen vollquatscht, legen wir nach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein paar Möbel mehr fallen doch nicht auf. Oder etwa doch? Egal. Ein paar extra Schrankwände sind nichts gegen eine Minute mit Michael. Ey, warum bleibst du nicht draußen? Ich dachte, jetzt sind doch nur noch deine Hilfe große nicht. Sachen da. Alter, warum hat der Teufel mir sowas geschickt? Was habe ich denn Gott getan? Gott kann nichts dafür, aber wir, während Kevin Schwerstarbeit leistet und einen Teil nach dem anderen zurück in den Transporter wuchtet, packen wir ein paar weitere Bonusmöbel dazu. Der Arme soll ja nicht aus der Übung kommen. Ich sage dir, du sollst da nicht rein. Du hast doch eben gesagt, es ist scheißegal, dann kann ich doch was tragen. Hol irgendwas, mir ist scheißegal. Ja. Ich darf was holen. Super. Kevin, guck mal, ohne Alarm, du. Bitte, komm, gib ja, ich komm. Mal auf den Tacho. Ja. Guck lieber mal ins Schloss, da steht noch jede Menge rum. Ich glaube, ich habe Scheiße gepackt. Scheiße. Ja, falsch gepackt. Ja. Was heißt das? Ja, es passt nicht alles rein, falls du das nicht siehst. Und wenn wir einfach die Sachen erstmal reinstellen, so, geht das nicht? Ja, und dann, wie willst du zum... keine Ahnung, von welchem Planeten kommst du, Alter? Vom Planeten Spaß. Aber ich finde das toll, dass du das so erkennst. Das ist ja so ein bisschen Tetris, ne? Pass auf den Deckel. Du musst hoch. Ja. Es ist wie im Schuhschrank von Jorge González. Jeder Kubikmillimeter wird genutzt. Hältst du kurz, dann stehe ich auf. Aber weißt du nicht... Komm, Gas, das sind zwei Teile. Gas, nicht reden. Nicht viel schnacken. Nichts schieben. Ja. Ich mach's alleine, das geht dann schneller. Ja, okay. Ja, nicht, dass ich wieder was kaputt mache. Kevin ist richtig gut. Er kriegt tatsächlich alles rein, also fast alles. Nur das allerletzte Teil will nicht so recht. Fass ich bitte, lieber Gott, warum heute? Auch dieses Gebet wird erhört. Alles ist verstaut. Oh ja. Ach, deswegen. Jetzt wird alles aber richtig nass. Ja. Gekreuzigt wurde ich heute. Ja, als kleine. Jetzt kriegen Sie eine kleine Überraschung, weil es ja wirklich echt ein anstrengender Tag für Sie war. Anstrengend für ihn, lustig für uns. Kommen wir, verstehen Sie Spaß. Das ist aber nur Spaß, ne? Nein, das ist ernst. Jetzt ist es auch Gewalt. Ich kann's ja auch hinterher. Ihr Arschlöcher. Ihr habt mich wahrgenommen.
Ich hätte dir fast den Kopf abgerissen, Alter. Ich fange mich bei dir an. Ja, jetzt sei alles vergessen. Nicht böse, sei mir nicht böse. Liebe, verstehen Sie Spaß, Community. Wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!